schon ein Spaghetti-Eis-Video gedreht und habe jetzt mal ein bisschen was in der Farbe geändert hier an der Kamera. Also ihr könnt ja mal sagen, was euch besser gefällt. Das andere war mir irgendwie fast schon zu kontrastmäßig, obwohl das jetzt auch sehr überblendet hell ist. Ich bin mir unsicher. Aber egal, es geht ums Eis. Und ja, ich sitze vor der Kamera. Ich hoffe, es ist für den Großteil von euch in Ordnung. Aber es geht ja auch nicht darum, es geht ums Eis. Und ich habe hier Sorten, die jetzt echt schon eine ganze Weile angetaut sind. Und ich hoffe, sie haben es noch ganz gut überlebt. Ihr habt mir sie bei Instagram schon so lange geschickt und ich habe sie nie gefunden. Es geht um die 4 neuen Sorten von Lidl, die so semi-neu sind, weil Cookie Dough gab es ja auch schon mal. Dann waren die raus und jetzt haben sie das Ganze nochmal neu rausgebracht unter der Eigenmarke Gelatelli. Und Preis habt ihr ja gerade gesehen im Vorspannvideo. Das erste, was ich hier habe, ist Duo Dough and Brownie. Das ist, schreit doch nach Half-Baked, würde ich sagen. Ich ziere mich jetzt ein bisschen, Fakes zu sagen, aber ja, ich weiß auch nicht, warum nicht, oder? Es ist, für mich ist das irgendwie, sind es einfach Ben Jerry's Fakes, sorry. Die Sorten kamen von Ben Jerry's zuerst raus und dann haben sie die Eigenmarken nachgemacht, um günstigere Alternativen zu Ben Jerry's, ja, zu offerieren. Für Leute, die nicht unbedingt jedes Mal 6 Euro ausgeben wollen, was ich eben auch super cool finde. Also schreibt mal drunter, wie oft ihr im Vergleich Ben Jerry's oder Fakes kauft. Vielleicht kauft ihr auch nur Fakes. Würde mich sehr interessieren, weil ich tatsächlich mittlerweile auch einige Fakes so gerne habe, weil die so einen krassen guten Eigengeschmack haben, dass sie, ja, dass ich sie richtig gerne kaufe. Und manchmal auch einen Ben Jerry's bevorzuge. Was mir gerade auffällt, wir haben auf beiden Seiten dieses Bild, das ist ja auch selten, und an den Seiten dann jeweils Nährwerte und Zutaten. Und hier gucken wir gleich auf die Zutaten, aber zuerst nehmen wir noch die andere Sorte, damit wir sie mal alle hier gehabt haben. Cookie Dough, also quasi Half-Baked Fake, Cookie Dough Fake. Salted Caramel Brownie, da ist ja das Topped wahrscheinlich mit gemeint. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt ein Topping hat, aber wahrscheinlich wird es vom Konzept her ähnlich sein wie das andere Topped. Und dann haben wir Peanut, Pretty Peanut Butter, Butter ganz fett. Das wird wohl auch optisch eine Art Peanut Butter Cup sein. Also echt, die haben mit die beliebtesten Ben Jerry's nachgemacht. Zumindest hier auf dem deutschen Eismarkt. Nicht meine beliebtesten. Half-Baked, ja. Salt Caramel Brown, ich weiß, viel lieben ist es nicht, echt nicht mein Liebstes. Aber Half-Baked auf jeden Fall. Cookie Dough, ja gut, Klassiker. Kann man machen. Peanut Butter Cup auch. Fahren ja auch alle drauf ab. Ich wünschte mir immer noch das Gelatelli Fake von Cinnamon Buns, bitte. Das gab's, glaube ich, in England und in Polen eine Weile. Und hier nie. Richtig, richtig, richtig schade, weil ihr wisst, wie sehr ich Cinnamon Buns liebe. Aber gut. Anderes Thema. Hier haben wir jetzt also diese 4 Sorten und ich nehme euch mal ein bisschen mit zurück, dass wir die so halbwegs drauf bekommen. Aber wir werden uns jetzt eh einzeln die ganzen Zutaten anschauen und auch abwiegen und sowas. Ich habe die Waage hier, müsst mir also vertrauen. Auf Instagram könnt ihr noch die Bilder mit Beweis sehen, dass es wirklich so viel wiegt. Ich schaue mal hier drauf. Wir haben beim Half-Baked Fake 248 Kalorien auf 100 Gramm. Ich werde euch mal die Nährwerte des Originals da oben einblenden. Dann habt ihr so einen Vergleich. Und die von dem hier da oben. Deswegen ist jetzt auch nicht groß ausrechnen, die Nährwerte, weil ihr seht die ja hier auf 100 Gramm. Und was drin ist, sind 411 Gramm. Ich habe es abgewogen und es wiegt um die 450 Gramm mit Becher. Das heißt, wir bekommen, wenn wir 24 Gramm für den Pint abziehen, trotzdem noch mehr. Und ich muss sagen, der Preis ist wirklich gut. Ich glaube, 2,63 hat es gekostet und es sind 500 Milliliter drin. Bei Ben Jerry's sind mittlerweile nur noch 465 oder so drin. Und die kosten halt 6 Euro. Also wirklich gut. Wir schauen auch jetzt mal auf die Zutaten. Hier steht, wir haben Vanille-Eiscreme mit 10% Keksteigstückchen. Da ist der Cookie Dough. Und Schokolade. Mit Schokolade, genau, die Schokolade ist in den Keksteigstückchen, und Schokoladeneiscreme mit 8% Schokogebäckstückchen. Also 18% Mix-Ins, ein bisschen weniger Brownies. Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Half-Baked, auf jeden Fall von der Zusammensetzung. Erste Zutat, fast 24% Schlagsahne, 23,9% Zucker, Magermilch, Kondensmilch, Weizenmilch. Richtig gut, nicht Wasser als Erstzutat oder so. Also Qualität ist auch echt gut von den Zutaten her. Übrigens ist es diesmal nicht der Eisbär-Eishersteller. Das habe ich mir vorher schon sagen lassen. Ich suche ihn gerade, wo es herkommt, aber es soll nicht Eisbär-Eis sein und das ist es auch nicht, sonst würde ich hier nämlich irgendwo besser leslich draufstehen. Ich kann dir gerade nicht sagen, welches es ist. Fail. Aber es ist nicht Eisbär-Eis. Irgendwas mit NL steht hier drauf. Naja, jetzt noch besser auf jeden Fall, soll also verbessert sein. Ich muss sagen, die Zutaten sind wirklich gut für den Preis. Wow. Hoffentlich ist die Ausführung gut. Taut jetzt auch schon ganz schön an, also schnell. Salted Caramel Brownie, auch jetzt noch besser. Und hier haben wir 236 Kalorien. Ist gleiche Spiel, ich sage es jetzt nicht mehr an hier, da oben mit den Nährwerten. 11,5 Gramm Fett, 28,8 Gramm Kohlenhydrate, davon 26,7 Zucker und 4,3 Eiweiß. Beim anderen habe ich es euch jetzt nicht gesagt, aber habt ihr da oben gesehen. Und das hier wiegt auch
mehr, auch so ungefähr 450 dieser Becher. Genauso wie das Peanut. Hat auch mehr drin, als draufstehen sollte. Nee, gar nicht, wartet. Hier sollen 431 Gramm drin sein. Ah, stopp. Also, das hier hat mehr Inhalt, als es sollte. Das hier hat genauso viel, wie es haben sollte. Und das hier auch, weil die beide ungefähr 54 Gramm wiegen. 454 und hier sollen 431 drin sein. Hier sind die Nährwerte am höchsten bisher. 258 Kalorien, 13,5 Gramm Fett. Erdnuss, klar, mehr Fett irgendwie. 27,1 Gramm Kohlenhydrate, 25,7 davon Zucker und 7,1 Gramm Eiweiß. Das ist eine Proteinbombe, Leute. Also bei 431 Gramm habt ihr hier knapp 25 Gramm Protein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mehr sogar, nicht knapp. Über 25 Gramm Protein pro Becher. Das ist krass. Das ist eigentlich schon High-Protein-Eis. Voll gut. Und bei den Zutaten gucke ich jetzt mal. Wir haben 20% Milchschokoladenstückchen mit Erdnusscreme-Füllung, also Peanut Butter Cups. Voll gut. Ein Fünftel im Eis. Und als erste Zutat Magermilch, dann Zucker, dann Vollmilch, dann Erdnussmark. Leute, die Zutaten sind gut. Hier ist wirklich, das Fett kommt hier nicht aus Sahne maßgeblich. Da ist zwar auch Sahne drin, aber hauptsächlich aus den Erdnüssen. Richtig, richtig krass. Ich gucke gerade, ist hier überhaupt Sahne drin? Nee. Doch, Erdnussmark, danach Schlagsahne. Aber hier ist mehr Erdnuss drin als Schlagsahne. Das ist wirklich gut. Und stört euch nicht an dem Kokosöl, dass es dafür da ist, die Konsistenz besser wird, weil der Schmelzpunkt von Kokosöl so hoch ist, dass es, sobald es Körpertemperatur berührt, dieses Gefühl von Cremigkeit im Mund erzeugt, weil es eben sofort schmilzt. Wisst ihr, wenn es heiß ist im Sommer, ist Kokosöl flüssig. Ich habe gerade beim Salted Caramel Brownie nicht drauf geschaut. Also beim Half-Baked hatten wir 18%, beim Peanut Butter 20% Mix-Ins und bei dem hier sind es 11%, also Vanille-Eiscreme mit 11% gesalzener Karamellsoße, 3% Schokoladengebäckstückchen, also Brownies ist nicht so viel, und 3% Kakao-Fantasiestückchen. Fettglasur. Kakaoartige Fettglasur. Bestimmt. Aber ja, sieht auf jeden Fall ganz süß aus hier, diese Kakao-Fantasiestückchen. Sehr lustige Namensfindung auf jeden Fall. Also hier haben wir 17% Mixins, am wenigsten bisher. Und das Peanut, ich bin gerade echt begeistert von den Zutaten. Wow. So, jetzt Cookie Dough, der Klassiker und mit die meistgeliebte Sorte von vielen von euch. Das weiß ich. Nährwerte zuerst 250 Kalorien, 14,1 Gramm Fett, 26,2 Gramm Kohlenhydrate, davon 22,2 Zucker und 4,5 Gramm Protein. Also Protein ist echt relativ hoch hier bei denen. Und jetzt Vanille-Eiscreme. Wer hätte es gedacht? Also bei drei Sorten haben wir mit Vanille-Eiscreme drin. Beim Peanut haben wir Erdnuss-Eiscreme. Also Vanille-Eiscreme mit 16% Keksteigstückchen mit Schokolade und 1% Kakao-Fantasiestückchen. Also die sehen anders aus hier. Das sind einfach so kleine Chocolate Bits. Keine Ahnung, was da Fantasie ist, aber ist ja auch egal. Was ist das eigentlich für ein Apfel da drauf? Aber 17% Mix-Ins ist auch vollkommen cool. Und 420 Gramm sind hier drin. Das hier wiegt 431, das heißt, hier haben wir ungefähr 12, 13 Gramm weniger drin. Aber vollkommen okay, der Preis ist sowieso so genial. Und ich denke, ich fange wirklich mit dem Klassiker an, weil das auch am neutralsten schmeckt und ich dann das noch gut bewerten kann. Dann werde ich mit Half-Baked weitermachen, dann zu Salted Caramel übergehen, dann Peanut am Ende, weil Peanut wahrscheinlich meinen Geschmack am meisten beeinträchtigen wird. Ich habe zwar hier auch Wasser, vielleicht nehme ich das zwischendurch auch mal. Ich bin vorbereitet, Leute. Aber ja, schreibt doch gerne mal drunter, ob euch solche alle in einem Video interessieren oder ob ihr lieber wieder für jede einzelne eine haben wollt. Aber ich bin gerade am Bachelorarbeit schreiben, an meine Zukunft planen, was danach ist. Es ist spannend. Also schaut mal auf Instagram vorbei, dann habt ihr schon mal eine Ahnung, welche Richtung es geht. Ich sag nur fancy Eis machen. Genau, deswegen habe ich nicht so viel Zeit nebenbei noch für YouTube leider, aber ich nehme sie mir trotzdem mal wieder, weil das ist einfach mein Herzensangelegenheit trotzdem. Und deswegen ist es für mich gerade ganz cool, alle 4 in ein Video zu machen. Aber wenn ihr sagt, das ist gar nicht euer Ding, dann sagt es auch mal. Genau, aber die Pints esse ich trotzdem alle, aber eben dann an unterschiedlichen Tagen. Und ich will jetzt auch nicht, dass sie zu da antauen, weil ich kann sie dann nicht mehr genießen, wenn sie super angetaut waren. Aber das sieht noch gut aus. Und wundert euch nicht, wenn ich gleich ein bisschen anders sitze. Ich muss nochmal aufstehen, um das hier für Instagram abzulichten. Aber bis oben hin voll, sehr gut. Obwohl ich da auch nicht mehr so streng bin beim Bewerten, weil manche Sachen, die nicht bis oben hin voll sind, wurden einfach nach dem, ja, Eis machen nicht direkt umgedreht. Deswegen, und es sagt nach oben und sieht aus, als wäre es voll. Anderes Thema. Ich komme hier von einem ins nächste. Also Vanilleeis, und ich gucke gerade nochmal, ist da irgendeine Art Bonbon-Vanille drin? Nee, da steht natürliches Vanillearoma. Ist natürlich nicht so genial. Carrageen ist hier drin, werden sich viele dran stören. Ist im Ben Jerry's auch drin. Da müsste Hagen das essen. Das ist nicht drin. So, ich mache kurz ein Foto und dann geht's los. Das werde ich jetzt bei jedem Eis machen. Ich mag dieses helle Licht nicht, sorry. Also, ich habe lieber dieses gelbliche. Okidoki. Wisst ihr was? Ich mache alle auf. Ich mache erstmal alle auf.
Ich mache jetzt die Fahrstuhlmusik hier, weil ihr wolltet ja keine Musik mehr. Krass, sieht das gut aus. Jetzt muss ich doch schon Salzkaramell probieren. So muss das sein, Leute, wenn ihr auf Instagram mein Eis seht, was ich mache. Ihr könnt, eins verspreche ich euch, diesen Effekt, diesen Wow-Effekt beim Aufmachen, dass euch einfach mal nur Soße entgegenkommt. Zumindest sollte das so sein, wenn nicht, dann nicht gut. Kritik an meinem Eis, oh Gott. Also das ist ein bisschen doof hier. Wie ihr sehen könnt, habe ich echt Probleme, das aufzukriegen. Aber schaut euch das mal an, das Soul Caramel Brownie, voll krass. Scheiße. Sowas sagt man nicht. Die sind jetzt echt schon angetaut. Ich will mich beeilen. Ich mag kein flüssiges Eis, aber es sollte noch okay sein. Yay, das sieht voll gut aus hier, das Half-Baked. Schaut mal. Wuhu, sieht echt aus wie ein richtiges Half-Baked. Ich freue mich gerade voll. Ach, schön. Nee, ehrlich, sorry, falls ich so überdreht werde, aber Eis ist immer noch Highest Excitement, denke ich, muss dabei sein. Nach 4 Monaten USA. Ich bin zwar seit 2 Monaten fast wieder hier, aber habe mich immer noch nicht ganz eingelebt. Ich muss echt nochmal sagen, Hut ab für diesen Erdnussanteil. Ich bin echt noch überwältigt. Das für den Preis. Schaut es euch an. Chapeau. Kann man nicht mithalten. Ich kann vielleicht kreativ sein, aber Preis-Leistung würde ich so nicht hinbekommen. Was laber ich hier eigentlich? Preis-Leistung? Ich habe es ja noch nicht mal probiert. So, wir fangen mit Cookie Dough an. Habe ich ja schon gesagt. Da ist es. Und ich werde alle Posts auch nochmal auf Instagram machen. Dann seht ihr ganz genau, wie es von drinnen aussieht. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Jetzt ist Vanille. Ich hoffe, es schmeckt nicht zu künstlich. Vielleicht sogar Kindheitserinnerung. Ihr wisst, es gibt bei mir dann immer eine super Bewertung. Oh. Oh. Der Vanillegeschmack ist ganz anders als in jedem Half-Baked, Cookie Dough. Was ihr sonst so als Fakes im Supermarkt finden könnt. Wirklich anders. Hat tatsächlich ein bisschen diesen Kindheitserinnerungs-Pudding-Geschmack für mich. Aber ist interessant. Hat fast schon so ein bisschen so ein Cake-Batter-Gefühl mit drin. Also es schmeckt fast schon ein bisschen wie Keksteig selbst. Und ihr seht, diese Stückchen sind eher wie so kleine Backecken, Schokoraspeln. Ist okay, aber ist jetzt auch nicht mega fancy irgendwie. Schokoraspeln halt. Aber schmecken gut. Nicht zu süß, leicht herb. Und Leute, ich kann euch ja schon sagen, der Cookie Dough ist nicht zu klein. Ist auch nicht monstermäßig riesig. Ich hoffe, ihr seht das. Aber er ist nicht zu klein. Gut, sehr gut. Ja, ich denke, man sieht den ganz gut. Zuckiger als der von Ben Jerry's. Ein bisschen diesen Braunzuckergeschmack sogar. Hibiskus-Extrakt, fancy. Ja, aber ich lese keinen Braunzucker. Vielleicht die Melasse. Aber krass, krass gut. Ich buddel nachher nochmal weiter und film's euch dann nochmal, beziehungsweise wenn ich es dann aufesse. Aber ich glaube, und genug Stückchen drin. Hier kommt nämlich gleich noch eins. Nur damit ihr mal die Größe seht. Die sind alle ungefähr so. Also das finde ich echt vollkommen in Ordnung. Doch, oder? Voll gut. Okay. Anderer Tag. Weiß noch gar nicht, mit welchem ich heute anfange. Ein Pint pro Tag muss sein. Jetzt habe ich gesagt, Half-Baked. Zunächst. Vanilleeis haben wir schon probiert. Das wird das gleiche sein. Ich probiere es nochmal kurz. Ja, es ist gleich, aber ich schmecke schon ein bisschen Kakao. Schaut mal. Wow. Es ist ein heller, also ja, eher helles. Eine eher helle Kakaofarbe auf jeden Fall. Wow. Voll lustig. Beide Basen, erinnere mich, haben so ein bisschen so einen Pudding-Eigengeschmack. Was ich mega gut finde. Schmeckt nicht einfach nur nach Kakaopulver. Hat wirklich so einen Pudding-Eigengeschmack. Schokopuddingsuppe. Mein Gott, bei mir gab es in der Schule früher Schokopuddingsuppe. Ein bisschen so tatsächlich. Ich muss jetzt mal das Licht anmachen. Wegen den Brownie-Stückchen. Krass. Und da sind einige drin, die sind richtig fudgy. Habe ich von euch schon gehört, aber ich kann es nur bestätigen. Ihr wisst, Half-Baked ist mit meinem liebsten Ben Jerry's. Und das hier ist voll. Also ich sehe oben schon 4 Brownie-Stückchen und 2 Cookie Dough. 4. Alle ein bisschen versteckt. Die gleichen Cookie Dough-Chunks wie im anderen. Sogar ein bisschen größer hier. Da. Da ist noch einer, da hinten noch einer. Das sind die Brownies und hier ist noch ein Brownie. Ihr seht, die sind richtig dunkel und verdammt fudgy. Also so richtig... Das ist ein bisschen überlichtet so jetzt.
Achtung, Löffel abgeleckt für alle, die da irgendwie Probleme mit haben. Schaut mal. Richtig, richtig dunkel. Und genau schick und feucht. Okay, jetzt esse ich. Schicker als die Ben Jerry's Brownies. Es ist fast schon Teig. Aber einfach cremig, also ohne diese zuckrige Konsistenz. Beides auf einmal jetzt mal. Hier seht ihr die beiden Größen. Also es ist auch echt größentechnisch voll in Ordnung. Damit kann ich leben. Kleiner als Ben Jerry's, ja. Aber vollkommen cool. Mmh. Mega gut zusammen. Zuckrige und das Knautschige hat. Und die Basis der Hammer, weil es so richtig Schokopudding-mäßig schmeckt. Schokobasis noch ein bisschen mehr als Vanille. Ist, glaube ich, mein liebstes Half-Baked-Fake. Mag ich lieber als das von Rewe. Mhm. Sowas von wiedergeholt, kann ich euch sagen. Aber sowas von. So, und jetzt Salted Caramel Brownie, was wahrscheinlich schon vollkommen weggeschmolzen ist. Ihr seht, das ist so richtig nicht zu künstlich, also richtig eine Toffee-Farbe irgendwie. Voll gut. Sehr flüssig und salzig. Mhm. Wir haben hier 100 Gramm, 0,33 Gramm Salz, wird nur da drin sein, minimal in der Basis, aber es ist verdammt gut cremiges Karamell. Und ihr seht hier, wie das runtertropft. Richtig krass gut salzig. Das ist ja oft ein Kritikpunkt, dass das nicht getroffen ist, aber da schmeckt man Salz auf jeden Fall raus. Wirklich. Schmeckt überhaupt nicht künstlich nach Karamell, richtig super. So, was haben wir denn hier sonst noch drin? Diese kleinen Schokodinger da? Fantasie-Schokolade? Und auch wieder die Brownies. Sind das die gleichen? Also bisher... Oh, jetzt kommt da doch ein Stückchen. Mhm. Sind sie? Ich vermute, dass die gleichen sind. Wirken gerade... Ja, es sind genau die gleichen. Gleiche Größe, sehen genauso fudgy aus. Die sind echt gut. Ist ja fast schon eine Klassiker-Sorte hier. Fudge-Brownie. Brownie, Karamell und Vanille. Und tatsächlich sind diese Schokostückchen... Mini, Mini. Da ist jetzt eins. Ach, da kommt jetzt so ein Schoko-Ding. Oh, wie süß! Okay, ich habe eine Vermutung gerade. Diese Fantasiestückchen sind kleine Fische. Vielleicht gibt es ja bald Fischfood auch noch als Fake von Gelatelli. Das wäre der absolute Hammer. Ich zeige euch gleich. So, wie das Licht an. Ey, das wäre wirklich der absolute Oberhammer, wenn Fischfood rauskommen würde. Schaut mal, ist ein richtiger Schokofisch. Schmeckt original wie die Ben Jerry's Fudge Chunks. Erinnert mich gerade mega an One Sweet World und Save Our World. An die Stückchen da drin. Krass. Wenn das jetzt in so einer Basis drin wäre, hätten wir das zurück. Heftig. Ja. Ja, warum nicht? Wird kein Reinfall dabei. Hardbaked im Original und hier mein Liebstes. Und jetzt das Peanut. Und das ist nicht bis oben hin voll. Das scheint auch nicht umgedreht worden zu sein. Da sieht man noch richtig dieses Einspritzding. Und es taut auch langsam an. Das ist ein gutes Zeichen wieder. Weil Erdnuss, Butter, natürliche Erdnussbutter, Nussmus taut einfach langsamer an, als wenn der Sahneanteil höher ist. Weil Fett ist hier höher, aber eben durch die Nussbutter und nicht die Sahne erzeugt. Und man sieht auch so richtig diese klein gehackten Erdnüsse noch hier drin in der Basis. Sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ich hoffe, es schmeckt auch so. Ist auch wahrscheinlich ein bisschen weniger cremig durch den Nussfettanteil. Wow. Es ist nicht so cremig wie das Peanut Butter Cup von Ben & Jerry's. Aber meiner Meinung nach schmeckt die Basis fast noch besser. Wirklich erdnussig. Sehr süß. Richtig natürlich erdnussig, dadurch, dass man auch diese kleinen Stückchen drin hat. Es ist fast schon wie so ein Erdnuss-Sorbet tatsächlich. Obwohl ja auch Sahne und Milch drin ist. Aber es ist eher auf der wässrigen Seite. Aber der Geschmack ist so gut. Es macht das wieder absolut wett. Oh, die sind so aufgebrochen. Ja, so crushed irgendwie. Und die Erdnussbutter da drin sieht so ein bisschen künstlich aus. Schmecken aber gut. Es sind definitiv keine Reese's, aber... Sind nicht schlecht. Man schmeckt auch gut die Erdnussbutter raus. Und schmeckt auch nicht irgendwie, komisch künstlich, Leute. So muss das aussehen im Peanut Butter Cup. Wow. Ich glaube, wir haben so ein paar gecrushed, aber wir haben auch ein paar ganze. Und da ist einfach mal, glaube ich, ein ganzer. Einfach mal so einen ganzen, fetten Peanut Butter Cup da reingehauen für Buddler. Paradies. Schaut euch das mal an. Also diese Stückchengröße. Wow. Ich muss fast sagen, das ist bei Fakes von Ben Jerry's noch nicht vorhanden gewesen in so einer Stückchengröße. In Deutschland. Sogar größer als bei Ben Jerry's selbst. Geschmacklich sind die okay, es sind halt keine Reese's. Wenn man so total auf Reese's fixiert ist, ist man hier vielleicht enttäuscht, aber krass. Ich filme euch bei allen nochmal rein, wie sich das Mix-In-Verhältnis hält, aber ich bin wirklich begeistert von den Zutaten. Wie gesagt, es ist ein bisschen, ja, so B-artiger. Ich überlege gerade, meine Reihenfolge ist Nummer 1, Half-Baked, 2, Peanut Butter Cup,
tatsächlich, wer hätte das gedacht, auch wenn es von vielen das ist. Nummer 3, Cookie Dough. Die Basis ist echt sehr besonders. Und Nummer 4, Salt Caramel Brownie. Sind mir einfach nicht genug Stückchen drin. Aber die Soße ist richtig gut. Meine Meinung. Schreibt mir drunter, was ihr sagt. Das sind die 4 neuen. Ich bin gespannt, ob ihr sie schon probiert habt. Wahrscheinlich haben es einige von euch schon vor mir probiert. Lasst gerne alle Däumchen, die ihr habt, nach oben da. Ich weiß, es geht nur einer. Und manche würden noch mehr geben. Es ist so lieb von euch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, ihr Lieben. Subscribe und so. Alle YouTuber sagen das. So von wegen, subscribe to this channel. Oder ja, abonniert diesen Kanal, weil so und so viel Prozent von euch haben den nicht abonniert, aber schauen. Ist bei mir genauso. Ich werde euch nicht jedes Mal damit nerven, aber jetzt dachte ich, sage ich es mal. Also, tschüss ihr Lieben. Heftig geil. Ich gehe so weit fast zu sagen, dass ich das fast besser finde als das Original. Das ist echt richtig krass. Wow. Also so viele Stückchen und ich liebe diesen leicht puddingartigen Geschmack. Ein bisschen wie das Chocolate Therapy, was ja eine Pudding-Eiscreme auch drin hat in den USA. Richtig mega gut. Peanut Butter Cup, mega geil. Ich kann euch sagen, tatsächlich ist hier mehr Salz drin als im Salted Caramel Brownie. Das schmeckt man. Die Basis schmeckt richtig geil salzig. Und halt alles voll mit diesen Cups. Hammergut. Cookie Dough hat riesige Chunks. Das ist ungefähr dreimal so groß wie der erste, den ich hatte. Könnten nur noch ein bisschen besseren Eigengeschmack haben. Die sind einfach nur zuckrig. Die haben jetzt nicht so einen besonderen Eigengeschmack, wie zum Beispiel die von Ben Jerry's, aber hammergut. Der Salted Caramel Brownies Geschmack lief wirklich richtig gut, aber könnten mehr Stückchen drin sein, aber ich liebe diese Fische da drin.